um euch das mal vorzurechnen, viele von euch haben ja weder Abitur noch Microsoft Excel auf ihrem Computer oder überhaupt einen Computer. Aber aus 20 Euro werden dann 22,30 Euro. Und ja, ich finde das gut. Aber ich möchte in der Sauna nicht nackt schwitzend neben Menschen sitzen, die zwischen den Saunagängen Krimis lesen oder die nach dem dritten Aufguss rausrennen oder drittens Maracuja für einen tollen Saunaaufguss halten. Hey, Maracuja ist doch kein Aufguss. Das ist ein Eis, ey. Das ist ein Saft. Das ist vielleicht eine Stimmung, aber es ist doch kein Saunaaufguss. Die Ästhetik der Sauna besteht ganz einfach darin, sich für relativ viel Geld eine Karte zu kaufen und dann ganz gepflegt nach dem vierten Aufguss einen rauszudrücken, ja? Einen fahren zu lassen, furzen, pupsen, blähen, einfach mal einen rauszulassen. Kate ist wieder schwanger, zum zweiten Mal. Ich habe mitgezählt, ihr auch. Sie hat wieder diese Morgenübelkeit, wie schon beim letzten Mal, und kann deswegen nicht einen offiziellen Termin auf Malta wahrnehmen. Es wäre ihr erster Ausflug ohne Prinz William gewesen. Aber sie kann nicht, weil sie ist schwanger. Kate. Ich habe mit der Schwangerschaft nichts zu tun, hätte ich gerne, aber ich muss mich hier um diesen Nachbarschaftsgarten kümmern. Da links mein Schreibtisch. Ja? Hier haben wir vor 4 Wochen mit 2 Männern an der Tagesschicht angefangen. An diesem Schreibtisch. Mittlerweile haben wir hier einen Wein, der so ein bisschen aus der Tiefgarage raus sich posen muckelt. Und hier mein ganzer Stolz. Kann ich kurz zeigen. Das sind sogenannte Kornblumen. Ja? Die würde ich Kate gerne schicken.